Die Zeit, sie scheint hier stehen geblieben. Ein Raum wie aus den 20er und 30er Jahren. Über Jahrzehnte unberührt. Eine Welt der Fotos, eine kleine Sensation, die hier im Hinterhaus auf ihre Entdecker gewartet hat. Die Enkel des 1952 gestorbenen Fotografen Karl Simon, die ersten, die die Tür zu den 23.000 Farbdias geöffnet haben. Das war zu Lebzeiten des Vaters ein absolutes Tabu. Es waren so ein bisschen seine heiligen Hallen und er wünschte, dass das so bleibt, wie es ist, und er sah es nicht gerne, dass wir hier reingehen. Nicht, weil er hat es uns nicht verboten, aber er wollte einfach diesen Urzustand gerne so erhalten. Wir haben den Wunsch, dass es so bleibt und dass wir hier nicht reingehen, respektiert. Und so kam es dann, dass wir diesen Raum bis nach seinem Tod nicht betreten haben. Jetzt ist das Leben zurückgekehrt in die heiligen Hallen. Die Simons zunächst ratlos. Was tun mit dem seltenen Fund? Zahlreiche Experten laden sie ein, das verschollene Lebenswerk zu begutachten. Auch den Stadtfotoexperten Hans-Peter Hohlbein. Einen Augenblick, den der so schnell nicht vergessen wird. Ja, das war eigentlich wie eine Schatzsuche, muss man das beschreiben. Man machte die Tür hier auf und trat in einen Raum rein, der seit 60, 70 Jahren nicht mehr benutzt war. Man hat den ganzen Staub gesehen, der hier auf den Dias lag drauf. Und diese Kisten, diese ganze Wand, die hier gesehen, das war wie eine Schatzsuche. Das war faszinierend. Und der Experte entdeckt eine weitere Sensation. Die Dia-Sammlung von Großvater Karl besteht aus gut 400 eigenen Dia-Vorträgen zu Medizin, Religion oder Reisen. Jeder Vortrag mit eigenem Buch, jedes Bild mit eigenem Text, der von einem Schauspieler auf öffentlichen Dia-Abenden vorgetragen wurde. Der hat also mit solchen Booklets jedes einzelne Dia genau beschrieben. Und der Schauspieler hat dann in einem wahrscheinlich zweistündigen Vortrag mit Unterbrechung und mit eingespielter Musik das den Zuschauer vermittelt. Der Vorgänger zum Fernsehen also? Der Vorgänger zum Fernsehen, genau. Es wurde von 1907 an, hat Karl Simon das gemacht, später zusammen mit seinem Sohn, bis Anfang der 60er. Und dann kam natürlich das Fernsehen auf und dann war es eine Konkurrenz, die diese Vortragsart halt nicht mehr verlangte. Hunderte der wertvollen Bilder hat Hans-Peter Hohlbein schon gereinigt und aufgearbeitet. Nach seinen Angaben die ersten Farbdias von Düsseldorf. Was mit den 23.000 handkolorierten Originalen passieren soll, wissen die Besitzer noch nicht. Priorität hat für uns eigentlich, dass es ja, vielleicht in die Wissenschaft geht und dass wir für uns wissen, wenn wir es wirklich außer Hand geben, aber immer mit dem Gefühl, es geht in gute Hände und damit kann man noch was machen. Und wenn sich keine guten Hände finden, soll alles so bleiben, wie es ist. Vielleicht noch einmal für 60 Jahre, so wie es sich schon der Großvater gewünscht hatte.